Max und ich haben ein extrem gutes Verhältnis und wir tauschen uns auch jetzt aus. Es geht uns nur darum und auch mir nochmal zu betonen, es ist keine Abhängigkeit da. Das ist es nicht, sondern es ist schön, er ist ein außergewöhnlicher Spieler, aber wir werden auch Lösungen haben, wenn es nicht so ist. Und wir werden Lösungen haben, wenn er da bleibt. Ja, ich möchte mich da nicht festlegen lassen. Fakt ist aber, dass wir natürlich auch irgendwann eine Entscheidung treffen werden, ne? Und dass so, dass Max natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist und dass man natürlich auch so einen Spieler auch vielleicht mal einen Tick länger wartet. Aber wir haben natürlich auch, wir brauchen auch Planungssicherheit und deswegen wird es irgendwann natürlich auch einen Zeitpunkt vielleicht mal geben, wenn wir sagen, der Kader ist so gut besetzt vorne und wir müssen eben Alternativen dann eben auch umsetzen. Dann kann es eben auch sein, dass wir dann vielleicht auch mal sagen, ja, es ist jetzt zu spät. Und das ist aber aktuell noch nicht der Fall. Wir sind da mit Max im Austausch und ich bin da sehr, sehr entspannt, weil ich auch jetzt schon felsenfest davon überzeugt bin, sehr, sehr optimistisch bin, dass wir auch in der nächsten Saison einen sehr, sehr schlagkräftigen und guten Kader zusammen haben werden. Natürlich kämpfe ich um gute Spieler. Max ist ein sehr guter Spieler, aber ich bin auch ein Freund davon, immer wieder zu sagen, man sollte sich nicht in Abhängigkeiten begeben. Und klar ist, und ich finde, das wird auch allen anderen Spielern nicht gerecht, wir haben eine sehr gute Saison gespielt. Wir haben noch ein sehr, sehr wichtiges Spiel vor uns. Und da waren eine Menge Spieler daran beteiligt, nicht nur Max, aber auch Max. Und natürlich würde ich mich unter gewissen Voraussetzungen freuen, wenn er hier bleibt. Aber ich habe genau das, was Frank eben auch gesagt hat, möchte ich nochmal unterstreichen. Vielleicht gibt es ja auch einfach Dinge, wo wir sagen, wir sind uns sicher, dass wir einen sehr guten Kader haben werden. In diesem Kader kann Max sein, in diesem Kader muss nicht Max sein. Wir werden einen sehr guten Kader haben. Von daher bin ich da sehr entspannt.